Scheiße, hier ist alles abgefallen. Hallo Leute und willkommen hier bei MiaBaKat. Hier steckt da drin Effermans Vertical Stand für den UCS Millennium Falcon von Lego und natürlich auch passend für den Leppin Falcon. Ja, er wird mitgeliefert hier mit einer Anleitung. Die Spoiler kann man eigentlich relativ vergessen, es sei denn, man hat megamäßige Adleraugen. Denn das Set hier besteht zu 100% aus Technikteilen, aus Pinnen und Liftarmen. Da muss man ganz genau sehen, was dort wie gesteckt wird. Aber schauen wir erstmal nach. Ihr seht schon, wir haben hier sortenrein verpackt. Pinne, Liftarme, noch mehr Pinne und noch mehr Liftarme. Ja, dann verteile ich das Ganze mal und lege direkt los mit dem Bau. Ihr seht schon, ich habe mir hier das Tablet zur Hand geholt, denn damit geht es besser, aber ich zeige euch später noch, wieso. Jetzt wird hier erstmal gebaut und das ist pures Technikbauen. Da gibt es gar nichts. Ihr steckt Pinne in Liftarme und Liftarme aneinander, Pinne in Liftarme und Liftarme aneinander, die ganze Zeit bis nach oben und das Ganze zweiteilig. Also man baut fast zwei identische Teile, diese Türmchen, die hier stehen. Dann kommen noch die Querverstrebungen rein, damit alles stabil wird. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Da steht er, der Effermans Vertical Stand. Übrigens ist das kein Lego-Patent. Das hat so sich jemand ausgedacht und man kann sich die Anleitung kostenlos aus dem Internet ziehen. Gar kein Problem, also keine Patentprobleme. Ich habe es hier als Komplettsatz aus China bestellt. Ich verlinke euch alles auch in der Videobeschreibung dazu. Und wie gesagt, hat alles gepasst. Alle Teile waren da, alles hat gut zusammengepasst und er macht einen ordentlichen Eindruck. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, da ja oft bei den China-Teilen die Verbindungskraft der Pinne nicht so optimal ist, ob das hier wirklich gut hält, wenn das doch hohe Gewicht vom Falken da dran gepackt wird. Aber naja, ich bin einfach mal guter Dinge und nicht so guter Dinge war ich bei der Anleitung. Deswegen, ich empfehle euch, ladet euch die Anleitung herunter, gibt es im Internet, einfach mal googeln und dann packt ihr euch die hier auf ein Tablet am besten drauf, geht auch auf den PC. Hat den großen Vorteil, man kann hier mal ordentlich reinzoomen und schauen, welcher Pin wohin kommt. Denn auf der Anleitung, die ist einfach echt zu klein gedruckt. Da guckt man sich tot, das sieht man wirklich nur ganz, ganz schlecht. Und das macht mit der Anleitung keinen Spaß. Deswegen Tablet. Tja, da steht er nun, unser Ständer für den Millennium Falcon, der da drüben steht. Und Tagesziel heute, der Falke muss irgendwie hier drauf. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor der ganzen Geschichte. Ich hoffe auch, dass das Gewicht hier gehalten wird von dem Ständer, denn ich habe ja hier alles nur mit Leppin-Teilen, beziehungsweise waren es Leppin-Teile, auf jeden Fall Lego-Klemmbausteinteile. Und ja, ich hoffe, das Gewicht, was ja nicht wenig ist, wird ordentlich hier aufgefangen. Wir haben ja ein paar Stellen, wo das ganze Teil fixiert wird. Also der Falke, den wir übrigens umbauen müssen. Wir müssen ein paar Teile abbauen dafür. Naja, egal. Ich wollte ja zeigen hier, wo wir das befestigen. Und zwar einmal hier unten. Da haben wir solche Punkte, wo dann eben ja diese langen Pinne im Endeffekt durchgeschoben werden und an anderen Technikteilen dann dadurch eine Befestigung entsteht. Da haben wir hier unten zwei. Hier haben wir nur einen auf der Seite, dann hier oben einen und da oben noch einen. Und zusätzlich haben wir hier noch diese ganz normalen Plates mit den Noppen, wo dann auch noch ein bisschen Halt dran erzeugt wird. Und ich hoffe, das klappt dann alles. So, die Konstruktion an und für sich ist ja stabil und ja, macht eigentlich einen recht zuverlässigen Eindruck. Also ich glaube schon, dass das halten wird. Den größeren Zweifel oder besser gesagt Respekt habe ich davor, das Teil hier irgendwie drauf zu bekommen. Denn der Falke, ja, der ist ja schon ein echt großer Brocken. Der ist schwer und da kann natürlich auch gerne mal was abfallen. Von daher werde ich jetzt im ersten Schritt erstmal alle Teile, die ich hier oben, also diese ganzen Abdeckungen, die hier so drauf sind, die werde ich alle mal runternehmen. Genauso wie hier den Turm werde ich runternehmen, die Schüssel und dann werde ich ihn, glaube ich, mal auf den Rücken drehen und erstmal nachschauen, weil ich habe keine Anleitung dafür genau gefunden, wo das hier befestigt wird, wo die optimalen Punkte sind. Und wir müssen dann, glaube ich, auch noch hier ein paar von diesen Standfüßen entfernen, damit das überhaupt klappen kann. Also, genug geredet, legen wir los.
So, ich habe den Kollegen einfach mal flach gelegt und zwar hier auf die Couch mit so weichen Kissen drunter in der Hoffnung, dass nichts abfällt. Und das hat eigentlich auch gut funktioniert, bis was abgefallen ist. Also ganz ohne Abfallen hat es nicht geklappt. Hier dieses seitliche Teil, naja, es ist in einem Stück abgegangen. Von daher wird es relativ leicht wieder zu befestigen sein, denke ich. Halb so wild. Auf jeden Fall, er liegt. Und jetzt muss ich mal genau schauen, wie ich das Teil hier wohl befestigen kann. Ja, also so auf den ersten Blick erschließt sich mir die Sache ehrlich gesagt nicht, aber ich habe irgendwo noch ein Foto gesehen im Internet. Das schaue ich mir an und dann werde ich hier mal die notwendigen Umbauten machen. Aber wenn ich jetzt hier mal so schaue, ja, wenn wir überlegen, das hier muss irgendwie so hier und da dran, also wenn ich es hier mal so grob auflege, dann kann man doch schon erahnen, dass ein Befestigungspunkt von den Pinnen ja hier unten drin ist, dann von den anderen hier unten und dann jeweils hier und hier. Also ich schätze mal, ich muss mindestens 4 von diesen Landefüßen hier abbauen, damit der Standfuß hier auch befestigt werden kann. Naja, schauen wir mal. Jawohl, ja, jetzt wird langsam ein Schuh draus. Ich nehme euch mal mit rüber. Hier haben wir die abgebauten Füße und zum Glück sind die ja nur eingesteckt hier mit diesen Achsen. Also hier unten werden die einfach nur eingesteckt und lassen sich leicht rausziehen. Von daher eine einfache Demontage und jetzt kann man hier auch schon direkt erkennen, ist jetzt eigentlich wirklich sehr einfach, wenn man hier den Standfuß, den Ständer einfach mal hier drauflegt, wo was wie befestigt wird, denn es passt einfach in Position. Ich versuche mal, dass ihr das sehen könnt. Also wir haben hier, man kann es schlecht sehen, so einen Technikbaustein mit so Löchern wie hier und da kommt es dann drüber, wird hier reingesteckt, genau das gleiche hier drüben und auch hier unten haben wir dann hier die entsprechenden Verbindungen, die Löcher. Man kann sie ganz schlecht erkennen, da alles schwarz ist, aber wenn ich es jetzt mal hier reinlege, dann kann man erkennen, wo das Ganze andockt. Also jetzt sieht es eigentlich sehr einfach aus, die Montage. Und ich konnte sogar, ja, sage und schreibe, vielleicht kriege ich den hier auch wieder drauf. Ich denke, den kriege ich nochmal drauf. Dann haben wir noch 1, 2, 3 Standfüße im Endeffekt über. Aber jetzt muss ich erstmal das Teil hier drauf bekommen. Es sind 30 Grad, mir läuft der Schweiß überall runter und ich kriege das Ding nicht richtig dran. Und ich habe jetzt auch gesehen, wo es genau hängt. Und zwar hier unten. Ich kann es mal ein bisschen beleuchten. Ich bekomme die roten Pinne hier unten nicht rein. Und zwar aus dem Grund, glaube ich, weil... Na, wie kann man das denn sehen? Weil ihr erinnert euch, wir hatten hier ja noch diese Noppensteine. Hier kann man sie ganz etwas sehen, hier unten drunter. Und die wollen hier nicht einhaken. Irgendwie passt das vorne und hinten nicht mit den Noppensteinen. Deswegen stehen hier die Pinne zu hoch und ich bekomme sie nicht da unten in die Löcher rein. Ja? Also irgendwas passt hier nicht so hundertprozentig. Oben allerdings habe ich die Verbindungen schon reingesteckt. Hier kann man sehen, hier und hier. Das hat wunderbar funktioniert, aber hier unten nehme ich mir gerade das Leben. Naja, ich probiere es mal weiter. Muss ja irgendwie passen. Ach ja, und es ist noch ein Teil abgeflogen. Lässt sich einfach nicht ganz vermeiden. Ich hoffe, das war's dann aber auch. Meine Güte, was für ein Kampf. Wollt ihr einen guten Tipp hierfür haben? Macht's im Winter, sonst schwitzt man sich hier kaputt. Zumindest wenn es so fummelig ist wie bei mir. Denn die Krux waren jetzt wirklich hier diese Teile, diese Noppensteine, die ja hier noch drunter sitzen. Und irgendwie hat's nicht gepasst. Ich habe mir wirklich hier das Leben genommen, die jetzt hier reinzubekommen. Hier die beiden. Und ganz besonders schwer gemacht hat es mir hier unten der rote Kollege. Der wollte ja gar nicht reingehen. Aber jetzt ist das Ding befestigt. Und ja, ihr seht, ich kann es auch anheben. Hier ist leider noch was abgegangen. Hier ist was abgegangen. Und ich werde jetzt erstmal hier Restaurationsarbeit machen. Und dann stellen wir ihn mal auf die Seite. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Neuigkeiten, Freunde. Ich habe eine Menge Bauspaß, denn scheiße, hier ist alles abgefallen. Gerade als ich ihn hochgehoben habe, wahrscheinlich wo ich die ganze Zeit da rumhantiert habe, ja, ist mir hier ein großes Teil abgefallen. Ich traue mich gar nicht, den Falken rumzudrehen, deswegen laufen wir einfach mal rum. Und da kann man schon sehen, der Bereich hier ist komplett abgefallen, dieser ganze Seitenbereich hier unten drunter. Ja, also quasi das Gegenstück zu dem hier, das liegt hier unten. Und das ganze obere Stück, also diese obere Abdeckung, auch die hat sich komplett verabschiedet. Das war das Teil, das hier gesessen hat. Ja, also es ist echt schwieriger, als ich dachte. Ich sammle jetzt mal die Scherben auf. Da hinten habe ich ja die Teile rumliegen von oben. Hier die ganzen abgefallenen Teile und brauche jetzt erstmal die Anleitung, um alles zusammenzubauen. Aber naja, zumindest er steht schon mal. Das ist ja schon mal was. Ich muss das jetzt hier positiv sehen. Gott, hier drin sind 35 Grad. Ich melde mich wieder, wenn alles gut ist. Schnitt. Ja, jetzt ist passiert, was noch passieren musste bei den ganzen runtergefallenen Teilen. Ich bin jetzt hier am Hals, der zum Cockpit führt. Ja, mir fehlt was. Also ich habe hier mal wieder versucht, alles zusammenzusetzen. Und von diesen schwarzen Slopes hier, einmal hier und einmal hier der verbaute, müsste hier noch neben diesen schwarzen hier noch einer daneben, damit hier die Stabilität gegeben ist einfach. Und keine Ahnung, wo er hingeflogen ist. Ich habe schon überall geguckt. Der ist weg. Der ist irgendwo hingeflogen, wo ich ihn nicht finden kann. Ja, die Ersatzteilkisten habe ich auch schon durchwühlt. Ich habe das Teil nicht. Deswegen werde ich mich jetzt hier mal notbehelfen, indem ich hier einen runden Pin einfach mal draufsetze oder so einen runden 1x1er und darüber dann einfach so eine 1x2er Platte oder so ein Stein. Einfach nur, damit die Stabilität hier auch gegeben ist, auch wenn ich dann hier die schöne Rundung nicht habe, aber naja, zumindest ist das Teil stabil genug und ich kann weiter zusammenbauen. So sieht es aktuell aus. Die Seitenleiste, die habe ich schon wieder dran bekommen mit diesem Bereich hier und jetzt bin ich gerade dabei, da oben ja, den Halsbereich wieder dran zu bauen. Meine Güte, also ich sag's euch, es ist eine echte Pest, wenn ihr irgendwas an dem Falken hier bauen müsst, wenn der mal so zusammengebaut, ach, da hinten ist ja noch was abgegangen. Also wenn der mal so komplett gebaut ist, macht es wirklich keinen Spaß mehr daran rumzubasteln. Aber naja, hilft ja nichts, so kann er nicht stehen bleiben, also mache ich mal weiter. Es ist geschafft. Meine Güte, ich sag's euch, war das eine Arbeit. Aber ich habe sehr, sehr wirtschaftlich gearbeitet, denn ja, ich habe noch ein paar Teile übrig behalten. Ich habe keine Ahnung, keinen Plan, wo genau die Teile hier abgefallen, also das hier ist vom Ständer, das weiß ich. Aber wo die Teile hier herkommen, wo die fehlen jetzt hier an dem Falken, ich habe gar keine Ahnung, Leute. Aber ist mir auch gerade mal egal, ich bin froh, dass alles wieder soweit dran ist, naja, bis auf die paar Dinger eben. Und dass er steht und er sieht gut aus, kann man nicht anders sagen. Er steht wirklich jetzt hier sehr schön und proper auf seinem Vertical Stand. Und wenn man sich mal den Winkel anschaut, wenn ich hier mal rumgehe, und ihr seht, in welchem Winkel der steht, so bekommt man den hier gut auf so ein Regal zum Beispiel drauf. Ja, da hat man gute Möglichkeiten, den Riesen hier unterzubekommen. Ansonsten ist das ja wirklich, wirklich eine sehr schwierige Sache. Hier könnt ihr sehen, wie er von hinten aussieht. Ich werde es gleich auch noch mal drehen, hoffentlich ohne Unfall. Und ja, auf jeden Fall, er steht gut, er steht sicher. Der Vertical Stand hat null Probleme, den hier so zu halten. Ich mache mir keine Sorgen, dass hier irgendwas runterfällt oder so. Nö, alles gut, alles gut. Aber ich sag's euch, wenn ihr hier was dran bauen müsst und das Ding ist schon, ich hab's schon gesagt, und das Ding ist schon fertig, es ist die pure Pest. Ich habe mir hier fast das Leben genommen, als ich hier diesen Bereich wieder draufgesetzt habe. Ständig ist irgendwas abgefallen. Mal hier was, mal da was und dann fällt's in den Falken rein und die Sachen verschwinden und man fummelt sie wieder raus und man macht ein Teil dran und zwei andere fallen ab. Grauenhaft. Wirklich, wirklich furchtbar. Also der Erstzusammenbau, der ist gut. Der funktioniert wirklich gut. Habt ihr ja in meinen Videos alles gesehen. Aber hier nochmal dran rumzubauen, no way. Ich bin froh, wenn er jetzt steht und wenn alles gut ist. Aber ich zeige euch jetzt nochmal den Falken von der anderen Seite. Ich werde es nochmal rumdrehen. Und da haben wir den Blick von unten. Man kann jetzt deutlich sehen, dass ich hier nur noch ein Fahrwerksteil habe, wobei hier vorne, da kann ich noch eins anbringen, werde ich auch tun. Und auch hier hinten werde ich noch eins dran packen.
Da hinten liegen die Teile noch. Und dann haben wir zumindest mal ja, drei Stück wieder dran und die restlichen kann man auf Seite legen. Lässt sich ja wie gesagt wieder sehr leicht dann befestigen. Und wir machen mal einen kleinen Wackeltest. Ja, ich bin ganz mutig. Also hier steht er drauf und wenn ich hier mal ein bisschen dran rumwackle, ja, da könnt ihr es sehen. Ja, der steht auch stabil. Mache ich mir gar keine Sorgen. Man kann ihn gut drehen, man kann ihn gut hiermit bewegen. Gott, ich bekomme die Kamera nicht weit genug weg. Das Ding ist riesig. Also soweit alles gut. Die Haltepunkte, wie gesagt, einmal hier oben durchgesteckt, einmal hier oben durchgesteckt, wobei mir hier gerade auffällt, da ist er so leicht gebogen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann hier. Also wenn ich ihn jetzt hier mal so drücke, dann passt es richtig gerade. Der ist hier, da ist ein bisschen Spannung drauf, aber ja, macht nichts. Hält trotzdem. Alles gut. Die Klemmkraft der China-Bausteine hier ist zum Glück hoch genug. Alle Verstrebungen sind soweit in Ordnung. Und das passt schon. Von daher, oh Gott, ich sag's euch, ich bin fix und alle. Bin aber auch sehr froh, dass er endlich steht. Und jetzt gibt's nur noch einen Punkt hier fertig zu machen. Und das wäre hier oben die finale Parkposition. Das war's, Leute. Ein Megaprojekt ist fertig. Der Falke steht an seinem Platz. Eine Sache fällt mir gerade auf. Man sieht jetzt so die tolle Beleuchtung gar nicht, die ich hier hinten dran gemacht habe. Da hinten könnt ihr es sehen vom Antrieb. Den Antriebsmod, Video habe ich euch ja gezeigt. Kann man so leider gerade kaum sehen. Aber egal, Hauptsache er steht. Und da steht er jetzt wunderbar da oben auf meinem Regal. Und nebendran steht schon sein zukünftiger Kollege. Ja. Die Enterprise von Megablocks wird auch so ein riesen Oschi. Ganz gut mit der Größe zu vergleichen hier mit dem Falken. Freue ich mich sehr drauf, wenn die beiden nebeneinander stehen. Denn mein Herz schlägt für beides. Ja, gibt's Star Trek und Star Wars. Beides ja, tolle Sachen, die ich mir gerne anschaue. Und deswegen gab's auch hier dieses Projekt. Der Millennium Falke von Leppin für ja, 200 Euro, 8400 Teile, etliche Stunden Bauspaß und hier der Schluss, der war richtig frustig gewesen. Also der Zusammenbau hat mir wirklich viel Freude gemacht, aber hier das auf den Ständer draufbringen, meine Fresse, das hat keinen Spaß gemacht. Deswegen bin ich jetzt umso froher, dass hier alles steht, dass er fertig ist und wie ich finde, richtig cool aussieht. Also Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut in meine Playlist hier zum UCS Millennium Falken. Dort seht ihr vom Unboxing bis eben jetzt hier zum fertigen Hinstellen alle Bauschritte, alles dazwischen. Und dort könnt ihr euch das mal zu Gemüte führen, falls ihr auch überlegt, dieses kleine ja, Lego-Klemmbaustein-Abenteuer hier einzugehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Meeplecat.